Nein, ich speichere sicherheitshalber. Das ist mir nix. Aber irgendwie fehlt die Musik, ne? Irgendwie fehlt die Musik. Es ist sehr still hier, muss man sagen. Man hört immer bloß das Geballer von Lara. Oder ihr Gestöhne, ihr angestrengtes. Oh, schön sieht's hier aus. Ich mag das ja voll, ne? Das Design. Ey. Was soll denn das? Man attackiert doch Leute nicht hinterrücks, während sie sich die Gegend angucken. Was ist denn das für ein Verhalten? Verrenkt sich schon wieder den Hals, die Gute. Aua, Mann, lass mich doch in Ruhe. Weißt du, dreht sich erstmal so 360 Grad im Kopf gedreht. Lara ist eine Eule. Oh Gott, da sind Stacheln. Ja, das ist natürlich dann nicht so gut, wenn wir darunter fallen. Sollen wir da mal auf die Plattform mal hinsockeln? Oder stoßen die uns ab? Stoßen uns ab? Nö. Okay. Was haben wir denn hier? Überall Stacheln. Und die süßen Pfotenabdrücke hier, ne? Das ist natürlich ein schönes Detail. Okay, ja, du musst ja echt aufpassen, was du für einen Schritt machst. Links oder rechts? Da geht's weiter. Okay, warte. Damit kann mich das Spiel immer perfekt verunsichern, wenn es mehrere Wege gibt und ich nicht weiß, wo ich zuerst hin muss. So, in Tomb Raider 3 können wir da jetzt durchkriechen. Aber wir sind nicht in Tomb Raider 3. Und da hinten sind schon wieder ein Haufen Stacheln. Schiete. Ah, müssen wir da jetzt wieder durchwarten? Was auch noch Munition? Alter, was? Nein! Oh Gott, wie gemein! Oh Scheiße! Was soll denn die Scheiße? Mann! Du kannst da durchlaufen! Alter, schon mal was von Fairplay gehört. Voll gemein. Ich kann hier gar nicht ausweichen und springen. Wäre ich gleich aufgespießt. Was ist das denn? Ihr seid doch Jeck. Das hätte auch kein Millimeter zu viel sein dürfen. Okay. Trotzdem sind mir Panda immer noch lieber als diese komischen Moonwind-Katzen. Da, die haben mir echt ein zu viel gegeben, wirklich. Die Kugel gab mir auch ein zu viel. Boah, sind die einfach so kacke, ne? Die Entwickler sind einfach so gemein. Toll, ich wollte da durch, verdammt. Ich wollte da durch. Wie gemein. Ah, Mann. Stufen um Stufen. Eigentlich hätte man ja gedacht, Lara hat genug Trauma in ihrem Leben erlitten während ihrer Ägyptenreise, aber nein. Und Tomb Raider Last Revelation wollte sie unbedingt nochmal. Nach Ägypten. Das war ihr dann doch nicht schlimm genug. Oh, Nachthimmel? Oh, ich möchte zum Nachthimmel. Kommen wir an die frische Luft? Oh, wie schön. Ai. Das ist ein weiter Sprung.
Das werde ich nicht schaffen. Das werde ich, glaube ich, nicht schaffen. Okay. Oh, der Mond. Der Mond. Erkennt ihr, ob es abnehmender oder zunehmender Mond ist? Ich habe damals in Astronomie, im Astronomieunterricht, ja, wir hatten Astronomie. Nein, ich bin nicht auf Hogwarts in die Schule gegangen. Daran kann man erkennen, das ist zum Beispiel jetzt ein abnehmender Mond. Weil dann praktisch das, ja, wie erklärt man das? Also unsere Lehrerin hat es immer so erklärt, wenn du ein A bilden kannst, ist es abnehmend und wenn es nach Z-förmig verläuft, zunehmend. Also es ist schwer zu erklären, aber so habe ich mir das gemerkt, diese Eselsbrücke. Das sind so die kleinen Details, die man aus der Schule noch mitgenommen hat. Alles andere ist wie gelöscht. Die Schrotflintenmunition, die wird schon vom Fußboden weggesaugt. Fließt schon fast weg. Das ist Triebsand. Triebsand. Treibsand. Oh Gott. Ja, Triebsand. Wer kennt ihn nicht, den bekannten, berühmten Triebsand? Wenn ich mich jetzt hier mal runterlasse. Was passiert denn dann? Ja, zumindest mal ein Secret mitgenommen. Finde ich gut. Es lohnt sich, sich umzugucken. Immer wieder. Wir haben zwei Medipacks, das ist nicht gut. Ah, hier sind wir wieder. Okay, alles klar. Moment, zurück. Zurück. Turn around. Miss Croft. Was wir auch noch nicht gemacht haben, wir haben noch nicht Lara zu Hause besucht. Das müssen wir auch noch machen. Das müssen wir unbedingt noch machen. Lara hatte mich ja zum Tee eingeladen, beziehungsweise uns zum Tee eingeladen. Und dann wollte sie uns nochmal Winston vorstellen und die Räumlichkeiten vorstellen. Und das müssen wir ja nochmal mitnehmen, ne? Ha! Nein? Nein? Okay, wir müssen anscheinend einfach nur hier runter. Und die Blöcke kann man verschieben. Das habe ich nicht gesehen. Die ist auch nicht gesehen. Ja, dich können wir bis nach vorne pushen. Okay, was haben wir denn hier wieder Feines? Da ist Sackgasse. Und die kleinen Fußdapsen, Pfotendapsen, die weisen darauf hin, dass wir hier nicht alleine sind. Hier kommt wieder bestimmt irgendwas. Da ist doch schon wieder was. Ich sehe es doch. Ein Schlüssel. Ein Saphir-Schlüssel. Ja, ist blöd, ne? Kommst du nicht an mich ran? So, dann heb's mal auf. Ich dachte, es passiert irgendwas. Schöne Holzbrücke hier. Schön, schön. Hier irgendwas. Ah, Hilfe! Ah, nein! Oh, ich wollte hier nicht rein. Ich wollte hier nicht rein. Hier sind die Krokus wieder. Das müssen wir kurz mitnehmen. Moment, Moment, Moment. Kroko, warte, 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 warte. Ode! Kroki! Nein! La 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 la. Zwei gleich wieder. Ihr meint es ernst, was? Na, sehe ich doch. Hallo. Oh, geil. Ich wollte hier eigentlich bloß rauf auf die Brücke.
ohne runterzufallen. Oh, wir haben einen Schlüssel aufgehoben. Die Frage ist, wo soll der hin? So, Medipack. Oh Gott, bitte. Jetzt. Okay, hier kann ich nichts runterrollen zumindest. Das ist gut. Man merkt, ich bin gerade wieder besser drauf. Also die letzten beiden Level, die haben mich ein bisschen gestresst, aber jetzt, das macht wieder Spaß hier. Das ist wieder in Ordnung. Aber hier ist ja nichts weiter. Gut. Müssen wir hier wahrscheinlich die Holzbrücke langlaufen, ne? Stolpert immer die gute Frau. Und ich dachte, ich bin der tollpatschige Part von uns beiden. Das kam unerwartet. Hier ist nix. Ist hier was? Hier rutscht man. Aber da scheint es auch weiter zu gehen. Und hier ist nichts. Kann ich hier nicht lang? Doch, hier lang hangeln kann ich. Siehst du? Siehst du wohl. Dann bin ich aber happy, dass ich das auch mal gespielt habe, weil dann habe ich nämlich alle möglichen alten Teile, Retro, Original Spiele dann durch. Dann kann ich mich wirklich als Tomb Raider, na gut, Experte kann ich mich nicht nennen, weil ich ständig sterbe alle 2 Minuten oder alle 30 Sekunden. Aber ich habe dann alles mitgenommen, was geht, was Core Design rausgehauen hat. Oh, warte, Miezekatze, versteckst du was Schönes? Oh. Hier sind wir? Okay, warte mal. Wait a minute. Bevor wir das machen, wollte ich noch mal kurz gucken, was denn da hinten ist, weil da ging es ja auch weiter. Sola. Dann zeig doch mal, was ist denn hier? Hm? Ein Medipack ist hier. Das finde ich doch gut. Mhm. Siehst du, daran wären wir jetzt vorbeigelaufen, meine Gute. Das hätten wir voll übersehen. Und vorzisiert? Ah, bitte kein Verderben. Ah! 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 What? Was war denn das? Guckt euch mal bitte mein Leben an. Wie kann ich noch leben? Wie ist das möglich? Ich will jetzt hier trotzdem mal das leiden, weil ich wissen will, was hier ist. Eine Krokogrube auf jeden Fall. Und eine Krokogrube, hier ist gar nichts. Ernsthaft nicht? Ernsthaft nicht? Ich will das nur noch mal genauer angucken. Ist das wirklich bloß so eine Verarschgrube? Nö, nö, ist nix. Hier liegt kein Item. Ich habe da jetzt gerade nichts gesehen. Dann sollten wir diese Grube meiden, Freunde. Dann sollten wir diese Grube meiden. Das ist nicht gesund. Aua. Dann machen wir das auch nicht. So, miese Gatze. Lass uns mal vorbei hier. Was haben wir denn hier Feines? Einen Schlüsselloch. Ein goldener Schlüssel.
Gott, Hilfe! Rolling Stones wieder mit am Start hier. Das ist ja toll. Toll ist das hier. Ganz schön. Wow! Oh Gott. Alter. Noch mehr Kugeln im Angebot. Ja. Leco mio. Wie gut war das denn gerade? Alter, ich sag einfach nichts mehr. Das Spiel, das hört, was ich sage. Das ist unheimlich. Noch eine Kugel? Nein. Okay, schade. Das wäre jetzt witzig gewesen, wenn jetzt doch eine gekommen wäre. Ja, dann gehen wir erstmal hier runter, würde ich sagen. Weil das scheint mir der einzige Weg jetzt erstmal zu sein. So, Nummer 1 ist down. So, komm her, komm. So, ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch ein dritter. So, Wo haben wir denn hier? Uff, Munition. Ah, na, aber bizarr! So, gut. Hier muss man um jedes Item kämpfen, um jedes Medipack. Meine Güte. Ich bin jetzt hier schon alles gewohnt. Ich bin einfach nur paranoid. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem abschalten, wenn ihr jetzt hier das Video seht. Dass wir das gemeinsam noch ein bisschen erleben können, relaxen können. Klar, hab dich doch schon erwartet. Oh, das war cool. Gut, dass ich auf den Block gekommen bin. Hello. Hello. It's me. Bagheera. 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 La la la. Ich lasse lieber die Waffen gezogen. Besser ist. Wer weiß. So. Wir müssen ja irgendwie auf die Brücke wahrscheinlich jetzt rauf, ne? Muss wahrscheinlich dann eher nochmal auf die andere Seite. Warte mal. Waren wir hier jetzt schon? Nee, hier waren wir noch nicht. Siehst du? Siehst du? Oh. Lalalala. Wie viel haben wir denn jetzt? 20 Schuss. Ich versuch's erstmal ohne. Oh, sag mal, bist du hier Spielchen hier oder was? Hä? Du blödes Vieh. Oh Gott, kannst du jetzt mal bitte. Alter! Himmel, Arsch und Zwirn!
Dankeschön. Ui. Okay. Holzbrügen. Holzbrügen. Oh. Guck mal hier. Nur noch uns durch die Wüste Ägyptens preschen. Oh, noch mehr Medipacks. Nice. Und jetzt schaffen wir das darüber. Sehr schön. Die Bilder finde ich auch sehr schön gemacht. Schön. Sehr gut. Hier scheint trotzdem kein Weg weiter zu gehen. Wo sollen wir denn dann hin? Sagt es mir. Da unten ist ein Pool. Siehst du, das habe ich nämlich nicht gesehen. Ja, ja, komm. Hör auf zu schreien, Lara. Ha? Mach doch, schieb doch hier nicht so eine dramatische Schiene. So. Mitnehmen. Und Hebel. Ah, la 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 la. Könnt ihr das mal lassen, bitte? Oh, Mann. Und gleich der Nächste, der mich begrüßen will. Alles ist cool, alles ist gut. Das ist nicht cool. Das ist nicht gut. Wir sind draußen. Nachthimmel. So schöner Nachthimmel. Ha! Wow. Ich bin kein Kegel. Nee, das bin ich wirklich nicht. Aber so habe ich mich oft gefühlt jetzt. Wie beim Bowling. Und ich bin der Kegel, ja. Ach, die Trophäen sind der Hammer, ne? Schon ein bisschen witzig. Ich wollte gerade den schönen Nachthimmel bestaunen. So. Finde ich schön. Warum hatten wir das nicht öfters, Nachthimmel hier? Oh nein. Da sehe ich schon wieder was. Ich wusste es. Oh Gott. Nein. Nein. Ich will nicht. Oh nee, jetzt geht meine Laune wieder in den Keller. Na, ihr auch? Hm? Als Statue gefiel ihr mir besser. La 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 la. Aua. Na gut, da passiert nichts. Okay. Medipack. Na? Wo bist du denn jetzt hin verschwunden? Hey Kamera, was ist denn jetzt los? Hallo?
Nein! Halt, stopp, Moment! Nein, das will ich nicht. Nein, nein, ich will das Minipack mitnehmen. Nein, das akzeptiere ich noch nicht, dass das Level vor Be Ende sein soll. Nein, wir holen uns jetzt das Minipack noch mal kurz. Moment. Ich brauche alles. Alles, was geht. So, Minipack. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Oh, Lara. Okay. Ich bin anstrengend, weil ich angespannt bin. Es tut mir leid. Es kommt ganz automatisch. So, jetzt. Jetzt. Rückkehr nach Ägypten, 1 von 3 Secrets. Naja, gut, okay. Damit kann ich leben. 34 von 53 Fundstücken. Hätte auch besser sein können. Aber immerhin, wir kommen immer über die Hälfte der Fundstücke. Das ist ja schon mal was. Dafür, dass ich das blind spiele, ist das keine schlechte Bilanz. Wo geht's jetzt hin? Ha. In einen Raum mit Hebel. Okay. Moment. Der Tempel der Katze. Hatten wir nicht schon genug Katzen jetzt? Mann, ey, ich krieg hier schon wieder Haufen Magnum-Muni, aber ich habe noch keine gesehen. Der Tempel der Katze, das ist unser Ziel. Miau, 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 miau. Ich bin ja Sockenschuss. Es tut mir leid. Ich bin heute wieder sehr, sehr crazy unterwegs. Hier ist noch ein Hebel. Ah, nein. Ich will nicht. Lass mich raus. Lass mich raus. Raus hier. Das. Ah. Die wird lebendig, wenn ich das Medipack aufnehme, oder? Ich habe schon wieder keine Lust. Mann. Ja, ich hab's befürchtet. Scheiße. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Kommt die hinterher? Nee, die ist da jetzt festgestackt im Raum. Das finde ich gut. Okay. Gut, Lara, weiter geht es. Guck mal, die Steine haben sie wirklich sehr gut gemacht, ne? Guck mal, hier einfach nur ein Haufen Pixel. Dunkle Flecken, aber jetzt sieht man so durch die Reflexion, durch das Glänzen, dass es auch Steine sind. Treffen wir dann auch Bastet, die Katzengöttin. Da sehe ich doch schon wieder eine Kugel. Und hier ist auch eine Kugel. Und da. Meine Güte, ey, das ist hier das reinste Kugelfest. Na? Ihr rollt doch hier auch schon wieder gleich runter. Nee? Wenn ich die Dinger aufhebe, dann rollt ihr los, ne? Oh, Lara, springen! Zur Seite springen! Ich hab gedrückt! Oh Mann! Okay, und der. Dann springen wir gleich einmal geradeaus. Oh, aua! Was finden wir denn hier oben auf dem Tempel oder Pyramide, was das sein soll?
Auf da! Oh. Können wir die bewegen? Ja, natürlich können wir die bewegen. Cool. Aber wohin? Ah! Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Mann, ey, was ist das? Ist hier ein Nest oder was? Guck's dir an einfach. Aber bevor wir das machen, will ich mal kurz gucken, ob hier oben drauf noch irgendwas ist. Siehste, siehste. Und da ist noch mehr Munition. Ui. Wir brauchen zwei Schüssel. Oh, der Mond. Das ist doch abnehmender Mond, oder? Bin ich jetzt falsch? Nein, es ist zunehmender Mond. Die helle Seite gibt immer die Form an, ne? Z. Zunehmender. Hab ich wieder Bullshit erzählt. So, haben wir hier was? Haben wir hier was? Eine Tür. Da kamen wir ja raus, glaube ich, ne? Nee, kamen wir nicht. So, dann los geht's. Oh! Oh Gott, ich hasse es. Kann man hier nicht einmal seine Reise einfach machen? Der Beruf der Archäologie ist gefährlich. Sag's euch. Und jetzt ist sie wieder zu, ne? Die Tür. Oh Gott, ich lieb's. So. Oh, jetzt geht sie zu. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Schlüssel! Yay! Das sind hier immer Mechanismen, die muss man einfach nicht verstehen, ne? Die darf man auch nicht hinterfragen. Wenn du den Schlüssel aufhebst, geht die Tür wieder auf. Das ist alles, das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Aber gut, wann geht es schon mal bei Tomb Raider mit rechten Dingen zu? Aua. Oh, ich sehe gerade was. Ich sehe gerade sehr viel. Ich will das alles nicht sehen. Moment mal. Halt, stopp. Scheiße. Ah! Okay, das war witzig. Wie sie da gerade stand. Total steif. Noch einmal. Obwohl, wir müssen die Munition da gar nicht verballern. Die stehen da ja einfach rum und lassen sich abknallen, ne? Die springen uns ja zum Glück nicht so komisch an. Muss ich es ja auch mal einfach machen, ne? Und Nummer 2. Da, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Und zwar... Ich weiß bloß nicht, ob wir da rankommen jetzt schon. Da bin ich jetzt überfragt. Na gut, vielleicht kommen wir da ja nochmal hin. Wer weiß. Aber den haben wir jetzt verschoben. Dann gehen wir jetzt erstmal hier runter. Wer weiß, was hier kommt. Na gut.
Okay, der liegt da so wie auf dem Silbertablett serviert, aber das war wieder was faul. Ah, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Nein, zurück. Auf mit dir. Oh, oder ist das der Raum, wo wir... Ah, das ist der Raum mit der Schrotflintenmuni. Yay! Sehr schön, dann kann es ja weitergehen. Das läuft ja wirklich gut jetzt langsam, muss ich sagen. Es lief besser oder läuft besser als die ersten beiden Level. Schön. Schöne Sache. Schöne Sache, Lara. Antiker Schlüssel. Die sehen alle gleich aus, aber haben alle unterschiedliche Namen. Auf ins Grüne oder was? Das sieht schon wieder nach Labyrinth aus. Oh no. Keine Katzenaugen. Nee, die habe ich nicht. Die habe ich wahrlich nicht. Ich bin Blindfisch. Aber hier gefällt es mir irgendwie. Schöner Tempel. Wir haben doch genug. Wir haben doch genug Munition. Ich nehme mal lieber die Schrotflinte. Nehmen wir eine Bodenluke. Die macht sich bestimmt bald auf wieder. Wie lustig! Guck mal. Im Gestrüpp versteckt. Bom. Wir dringen immer weiter tiefer, tiefer vor. Wir brauchen wahrscheinlich zwei Hebel, um die große Tür da aufzukriegen. Okay. Dann machen wir das. Okay. Wollen wir uns da jetzt einfach mal runterlassen? Ah, was ist das denn? Sog? Will ich da überhaupt schon hin? Nee, ich kann gar nicht gegen an. Oder kann ich hier hoch? Ah! Ich will hier doch noch mal kurz gucken. Bitte lasst mich gucken. Lasst mich doch gucken, bitte. Ah. Nein. Ah, shit. Hier ist kein Sog. Gut. Sehr schön. Hallo! Ich wollte raus aus dem Wasser. Unhöflich. So böse Miezekatze. Aber hier ist ja nichts. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns einfach beeilen. Das ist schon wieder eine blöde Zeittür. Krokus. Krokoros. Moment, das muss sein. Sonst ist mein innerer Monk wieder getriggert. Moment. Schnell.
schnell, 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 schnell. Wo können wir raus? Da können wir raus. Wie witzig ist das denn? Ich sehe tausende von Katzen. Ich habe wieder heute komische Pillen eingeworfen. Bitte sagt mir, dass ihr das auch sehen könnt. Wie cool. Witzig, da ist das auch. Das ist ja genial. So, was sollen wir denn mit dem Block machen? Den sollen wir wahrscheinlich verschieben, ne? Ah! Hey! Da ist ja noch ein Schlüssel. Sag mal, was ist denn hier los? Schlüssel, 2 zum Preis, 3 zum Preis von einem. Miezi. Miezekatze. Miese Katze. Wir haben jetzt 3, 4 Schlüssel aufgehoben. Wo sollen die denn alle hin? Ich hoffe, das ist richtig. Ach, das ist bloß für die Munition gewesen, oder was? Okay. Nun gut. Ah, Schlüssellöcher. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 4. Wir haben noch einen Schlüssel übersehen. Okay, warte, warte, warte. Ich muss einmal ganz kurz nachgucken. Nee. Hier, da bin ich dran vorbeigeschwommen. Ich habe nicht gesehen, dass da noch eine Oberfläche ist. Da ist der letzte Schlüssel versteckt. Da. Da liegt er. Sicher und trocken. Jetzt haben wir 5. Aber ich habe gerade gesehen, wir haben so viele Secrets übersehen. Aber das Ding ist, wenn du es halt blind spielst, woher willst du es auch wissen? Da freust du dich, wenn du überhaupt irgendwie vorankommst. Sehr schön. Gut. So, Krokis, ich muss euch jetzt wieder alleine lassen. War schön mit euch. Anscheinend sind wir auch voll jetzt an den Uzis und der Magnum vorbeigelaufen. Ich habe immer schön gehortet und fleißig gesammelt, die Magnum-Munition. Aber irgendwie haben wir die nicht gefunden. Und schade. Da wurde jetzt was geöffnet. Da nicht. Da. Okay.
Wollte eigentlich sicher mit Bedacht hier runter, aber ich stolper schon wieder ohne große Beherrschung hier ins Unglück. Soll es denn jetzt hier mal hingehen? Schon wieder dapsen. Wir rutschen. Ich hoffe, das ist wieder nicht so ein Zeitscheiß. Schnell. Sollen wir jetzt hier reinspringen, oder was? Ist auch nix. Nö. Dann müssen wir wahrscheinlich jetzt hier ins Loch. Oh, bitte jetzt nicht wieder irgendwelche Viecher. Munition. Lalalalala. Okay. Ja, alles dicht hier, alles zu. Läuft. Ich habe gesagt, keine Viecher. Warum hört ihr denn nicht auf mich? Mann, hört doch auf. Ich bin wahnsinnig. Shit. Lass mich in Ruhe. Das ist ja wirklich ganz toll hier. Alles sieht gleich aus. Mann! Lass mich doch mal in Ruhe gucken. Was soll denn hier sein? Noch mehr Munition, geil. Macht mich wahnsinnig. Boah, also bei aller Liebe, ich weiß nicht, in welchen Gang ich jetzt hier schon reingeschwommen bin und wo nicht. Was ist denn das hier? Ha? Ich hasse Labyrinths. Das macht mich aggressiv. Aggressiv macht mich das. Da ist Nebel. Scheiße. Da werde ich nie wieder hinfinden. Oh Mann. Jetzt war, glaube ich, hier durch. Dann hier durch. Dann da. Oh Gott. Vielen Dank. Lasst mich durch. Diese schönen Schreckmomente. Alter, die saugen mir so viel Leben aus, so schnell. Wie kann man denn so schnell reagieren, bitte? Ich check's nicht.
Oh Gott, hallo! Mann, ich komm gar nicht zum Schießen! Gott, Alter! Guckt euch das an, wie schnell mein Leben unten ist! Gebt mir das auf den Senkel! Himmeldonnerwetter! So. Cool. Wir sind cool. Lydia, jetzt chill. Es ist alles gut. Nicht wieder an die Decke gehen. Das sind einfach so unfassbar nervige Gegner nur. Das ist wieder wahrscheinlich so ein scheiß Zeithebel. Das hat ja gar keinen Sinn hier. Nee. Ah. Ist das eine Abkürzung? Ich hoffe. Latsch. Litsch, platsch. Welche Tür waren das jetzt? In welche Richtung waren das jetzt hier gewesen? Das war sie also nicht. Da ist die Tür. Da will ich rein. Warum habe ich denn jetzt von Lala Land einen Ohrwurm? Wie kommt denn das? Wir kriegen die Uzis! Aber wir haben nur 300 Schuss. Gebt mir doch lieber die Magnum, das ist besser. Oh nein. Oh nö. Werdet ihr gleich alle wieder lebendig? Okay. Überhaupt nicht suspekt. Hier liegt nichts weiter rum. Und wenn ich den Hebel umlege, dann kriege ich wieder hier. Dann kommt die ganze Meute auf mich, ne? Ja, na klar. Natürlich. Damn. Noch ein Hebel? Nee, oh, Medipack. Where do you go, my love?
Aha, sind wir jetzt im Museum? Ist das eine Ausstellung eines antiken Stuhles? Dieses Schmuckstück stammt aus dem 2. Jahrhundert. Ah. Wow, es ist jetzt alles sehr hell hier. Bäh. Was willst du denn? Du wirst jetzt lebendig oder was? Hau ab. Ich chill hier mal eine Runde. Die werde ich nicht vermissen, diese komischen Katzen. Ich habe nämlich Angst, dass ich zu weit springe, dass ich da drüber wieder springe. So. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Einen ganz schlimmen Atem haben. Scheiße. Oh nein. Ich bin in der Wand festgestackt. Was ist das denn? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Farah. Farah? Farah ist jetzt eins mit der Wand geworden. Scheiße. So. Haben wir uns den Weg hier rüber gekehrt. Oh, Hilfe! Jetzt habe ich mich von der Scheißkatze erschrocken. Mann, Kamera, bitte. Jetzt sabotiere mich doch nicht so. Grün, Dschungel. Ja. Oh, Brücke? Boah, Brücke rüber? Finde ich gut. Das mag ich. So, Muchacho, komm her. Ciao. Ciao, Bella. Da ging's lang, ne? Ja, grün. Grün. I like. Schön ist es hier. Gefällt mir mit den Palmen. Toll. Ich finde generell die ägyptische Architektur sehr, sehr schön. Da ist wieder eine Deckenplatte. Die wird wahrscheinlich jetzt sich noch öffnen, aber ist hier wieder irgendein Hebel versteckt im Grün? Hm? Aua. So, jetzt komm. Ja, dann ruf hier. Oder gehört das so? Hier sieht das ja auch so danach aus. Warte mal. Ach, Palme. Du bist zwar schön, aber du störst. Ist auch nichts? Auch nichts? Dann muss ja hier irgendwas sein. Komm schon. Ihr werdet mich doch wohl jetzt in einen sinnlosen Raum stecken. Ah. Was war man hier? Nüscht. Grüne Ecke. Gefällt mir hier. Können wir hier bleiben? Hm?
Ha! Au, 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 au! Schnappi! Das war Schnappis Mama. Nicht der erste Räuber hier. Wieso? Haben wir gerade eine Leiche gefunden oder was? Ah, Kroko. Bitte, sei doch nicht mal so aufdringlich. Guck mal, das sind jetzt die Deckenplatten. Die sind jetzt hoch runtergekommen. Wo geht es lang? Ich hab sowas von keinen Plan. Ah! Da. Ah! Moment. Halt, stopp. Magi. So, Freunde, was ist denn hier oben jetzt? Da kann ich hochziehen. Moment, Moment. Geduld ist eine Tugend. Noch ein bisschen. Oh, das war wieder zu viel, oder? Mann, Lara. Was ist denn hier los? So. Ha. Okay. Noch mehr Munition. Habt ihr noch was vor mit mir heute, oder was? Ich dachte, es geht jetzt langsam dem Ende zu. Wieder zwei Türen, die sich hier öffnen. Drei Türen. Hallo. Ha, Hebel. Gott, die sind aber auch sehr unscheinbar, ne? Meine Güte. Nein, Lara. So. Aua. Stirb doch endlich und schon wieder Leben runter auf. Oh, Alter. Geh mal auf den Sack. Das ist ein Block, den können wir bestimmt schieben, ne? Okay, wir drehen uns hier, glaube ich, im Kreis. Wir gehen mal hier. Haben wir denn hier auf Lager? Können wir das mal schieben? So. Kollege, was ist jetzt hier? Ich höre schon wieder brüllen. Was ist denn das hier? Riesenkatzenstatue oder was? Da ist Munition.
La 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 la. Nicht weiter hier. Oh, hier geht eine Treppe rauf. Ah, hier sind wir. Auf der anderen Seite. Okay, sind wir hier oben? Ist der Finger oben, wird man nicht loben. So, und jetzt? Sag mir bitte, dass es hier weitergeht, ja. Oh. Oh nein. No. Sind wir auf dem Dach? Oder an der Spitze des Tempels? Aber wir hatten doch drei Wege. Ist das egal, welchen Weg wir gehen? Aber immer hier rauf? Ist das hier immer letztendlich der finale Punkt? Miezekatze! Du bist aber sehr ungünstig. Im Maul der Riesen. Bastet. Der Riesen. Katze. Ich glaube, da rutscht ich runter, oder? Rutscht ich da runter? Wir probieren das mal aus. Nee, rutschen wir nicht. Gut. Probieren geht über Studieren, Leute. Nein. Ich will rauf, nicht runter. Oh, was machst du? Die Katze streckt die Zunge raus. Wer kennt's nicht? Das ist immer ganz niedlich bei unseren Katzen. Wenn die dann immer... Warum machen Katzen das? Ich verstehe es nicht. Dann sitzen die immer da. Einfach die Zunge kurz lüften oder ich habe keine Ahnung, was der Sinn ist. Aber Katzenexperten hier unter uns. Warum machen Katzen das? Mieze Katze. Wie kommen wir jetzt zur Zunge? Schon wieder sehr zugig, ne? Ägypten bei Nacht ist, glaube ich, ziemlich kalt, muss man sagen. So, ja, das... Wollen wir uns einfach mal runterlassen? Den Sprung müssten wir ja eigentlich schaffen. Ich bin auch bescheuert. Wir hätten uns auch einfach hier runterlassen können. So. Lara stellt sich trotzig dem Panda entgegen. So, okay. Über die Lücke. Jawohl. Was ist denn da unten? Auch wieder der sichere Tod wahrscheinlich, ne? Nee. Ah, jetzt kommen wir wieder raus aus dem Tempel. Miau!
tolle Trophäe. Geil. Und wir haben keine Secrets gefunden. Das war das letzte Level. Ja. Also ich muss ja sagen, so im Vergleich, ne? Da ich das jetzt kenne. Gut, wir haben jetzt nicht alle Secrets gefunden und mögliche Fundstücke und örtliche Orte, wo Secrets versteckt sind. Da haben wir jetzt nicht komplett alles gesehen, aber im Vergleich zu Golden Mask und The Lost Artifact, muss ich sagen, war das jetzt nicht so gut. Es war ein schönes Add-on. Es war wirklich ein schönes Add-on, dass man das als Neuspieler mal durchgespielt hat. Ja, würde ich es ein zweites Mal durchspielen? Ich weiß nicht, wenn ich vielleicht irgendwann mal Bock drauf habe. Aber das gehört jetzt tatsächlich nicht zu meinen Lieblings-Add-ons. Aber ich wollte es unbedingt mitnehmen. Jetzt haben wir das Komplettpaket einmal abgefrühstückt. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin geguckt habt, dass ihr Geduld mit mir hattet und mit meinen 150.000 Quadratmeter, 350 Toten, die ich jetzt hier durchleben musste. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder einschaltet bei Tomb Raider 2. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja ganz, ganz zum Anfang, es waren meine ersten Projekte, ist ein bisschen cringe für mich, das anzugucken. Die ersten Tomb Raider Projekte, die ich gespielt habe, und da habe ich auch Best-Offs gemacht. Und die Best-Offs finde ich eigentlich ganz gut, aber es sind halt mit die ersten Videos, also berücksichtigt das bitte, wenn ihr das angucken möchtet. Die Best-Offs findet ihr auch unten in der Auflistung meiner ganzen Playlist, da habe ich glaube ich auch eine einzelne Playlist gemacht dafür. Jetzt mal so Werbung am Rande. Auf jeden Fall bin ich froh, dass wir durch sind. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder bis hierhin geguckt habt, dass ihr immer wieder Däumchen dagelassen habt und Kommis immer wieder schreibt. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich so auf Tomb Raider 2 jetzt. Ich weiß noch nicht, wann ich es schaffe aufzunehmen, aber ihr werdet es ja sehen. Deswegen aktiviert gerne die Glocke, dann seht ihr immer, was hochgeladen wurde, was neu ist, dass ihr kein Video verpasst. Ich weiß, es ist so der Standardspruch, aber ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das machen würdet. Und dass ihr bei weiteren Lara Croft-Videos mit am Start seid. Es war eine schöne Abwechslung. War gut, bloß diese blöden Mumienkatzen, die haben mich echt auf die Palme gebracht. Das ist gut. Ich wünsche euch was, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!